Aber mit meinem blutrünstigen Hammer möchte ich zumindest einmal in dieser Folge jemanden bannen. 3 Tage Pause, Alter. Bam! Also nicht, dass ich mich darüber jetzt freue, aber irgendwie ist das so eine Genugtuung, einfach hier drauf zu hauen. Versteht ihr? Könnt ihr das nachvollziehen? So, was haben wir denn hier? Oh, wir sind nochmal in Donington. Alter, das war aber richtig mit Hass. Ei. Das war richtig mit Zorn. Der Gelbe hat zu früh gebremst. Ah, ich glaube wirklich eher, der Gelbe hat Forcing Another Car off track gemacht. Na, das ist ein guter Punkt, G-Head. Weil ich das gerade wieder lese, dass das Vorsatz ist. Nee, ist es nicht. Ist es nicht, kann ich dir aus dem ganz einfachen Grund sagen. Folgende Indizien sagen mir, dass das kein Vorsatz ist. A, wir sind hier in der Rotplakette unterwegs. Das heißt, da ist nicht sehr viel Rennerfahrung da. B, sieht man das eindeutig am Bremspunkt. Wenn wir jetzt mal den McLaren nehmen und wir achten auf den normalen Bremspunkt. Er fährt übrigens mit einer 50er Bremsbalance, nur mal so. Wir achten mal darauf, wo er bremst. Also er hat den regulären Bremspunkt. Der McLaren steht übrigens immer noch nicht auf der Bremse. Jetzt steht er auf der Bremse. Viel zu spät. Also viel zu spät dafür, dass jemand vor ihm ist. Alleine hätte das vielleicht sehr gut funktioniert. Der Gelbe ist übrigens nicht so früh auf der Bremse. Wir gucken noch mal kurz. Nö. Ich würde mal wirklich behaupten, der Gelbe hat regulär gebremst. Mit einer, was ist seine Bremsbalance? Eine 56? Also ich würde jetzt mal nicht sagen... Nö, er fängt genau hier nach dem schwarzen Ding an zu bremsen. Ich würde nicht sagen, dass er zu spät oder zu früh ist. Naja, worauf ich hinaus möchte, ist, dass der... Pass auf, rote Plakette ist Bronze, ne? Also Bronzefahrer, das heißt Rookie. Wir sind also im Rookie unterwegs. Ein Rookie wurde gerade überholt. Er ist regulär Platz, also regulär wäre er ein bisschen weiter oben platziert gewesen. So, er hat jetzt also seinen Platz verloren und sieht hier, glaube ich, noch die Möglichkeit, dass er mal reingehen kann. Weil er macht auch keine Anstalten, irgendwie in Windschatten zu gehen oder sonstiges. Er denkt sich wahrscheinlich, gut, kann ich reinbremsen. Und versucht halt gerade, sich da nochmal reinzubremsen und bremst aber viel zu spät. Also für Intentional... Ne, also wenn wir jetzt mal sagen würden, okay, was wäre denn, wenn er mit Absicht machen würde, dann wäre er wahrscheinlich vielleicht rechts daneben und würde einfach 20 Kilometer später bremsen als der Bremspunkt und den einfach rausschieben. Und das sind für mich beispielsweise Indizien, wo man sagen kann, das ist nicht mit Absicht. Also da würde ich nicht auf Intentional gehen. Absolut nicht. Nicht mal ansatzweise. Vor allen Dingen ist Intentional auch... super schwer nachzuweisen, by the way. Also Intentional ist wirklich super, super schwer nachzuweisen. Aber ich habe gehört, da gibt es solche Experten, die sind so dumm und sagen das auch noch im Stream. Und da könnte man das theoretisch nachgucken. Habe ich mal gehört. Aber das sagt man sich nur so. Was haben wir denn hier? Hier ist auch der Vorwurf. Also hier wird vorgeworfen, dass Intentional. Also hier wird wirklich vorgeworfen, dass das absichtlich war. Das sind die guten Fälle. Ist das nicht super easy und super schwer? Ohne mitten zwischen? Ja, entweder ist es super easy oder super schwer. Dazwischen gibt es bei Intentional eigentlich fast gar nichts. Nee. Intentional sind auch meine Lieblingsfälle. Da musst du wirklich dir alles angucken. Aber hier auch an der Stelle ist auch theoretisch Intentional reported worden. Also hier wurde Absicht unter dem dem Porsche Absicht unterstellt.
Jetzt gucken wir mal auf die Indizien. Jetzt machen wir noch mal, gucken wir mal auf die Indizien. Wir gucken mal auf die Eingaben des Porsches. Er bremst, er fährt, gibt Gas, lupft sogar runter. Also er reagiert sogar auf das, was da aktuell passiert. Also es ist immer noch causing a collision und das macht 0, 6 und 10 Sekunden, aber es ist definitiv hundertprozentig keine Absicht. Ne? Also an der Stelle mit Absicht ist immer... Absicht ist immer wirklich ganz, ganz schwer da zu gehen, die Route zu gehen. So, wir haben jetzt noch 3 Fälle im Angebot. Man könnte einfach die Position zurückgeben. Also wenn ich euch aus meiner bescheidenen Erfahrung aus all den Jahren geben kann, die ich so gefahren bin, einfach weiterfahren. Einfach weiterfahren. Also die Folgeunfälle, die meistens passieren, wenn du jemanden durchlässt, gerade in solchen engen Kurven, ist die Wahrscheinlichkeit wirklich sehr, sehr hoch. Also hätte der jetzt da gewartet, in der engen Kurve, wäre der McLaren außen gewesen, der Porsche rechts gewesen und da wäre hundertprozentig einer reingefahren. In der Situation ganz easy, nee. Wie du gesehen hast, ist außen noch ein Ferrari dran vorbeigefahren und hinter dem Porsche war auch noch einer. Also da waren 4 Autos aktuell präsent in der Situation. Also... Maga, du kannst, also wirklich, du kannst was falsch machen und du kannst einen Fehler machen. Kannst du alles machen. Fahr einfach weiter. Sag innerlich oder laut Entschuldigung und fahr einfach weiter. Dieses Rumstehen ist in einigen Situationen führt das dazu, dass dir noch einer reinfährt oder ein Folgeunfall passiert und so weiter und so fort. Weil die Strafe kriegst du so oder so. Am besten setz dich halt hin und schreibst am Ende einen Text und sagst du, ich habe das wirklich, also in dem Fall wäre ich jetzt der Porsche-Fahrer gewesen, du, es tut mir leid, ich habe das wirklich verschätzt, deine Geschwindigkeit, du bist da scheinbar nochmal weggerutscht, das tut mir leid, dass ich rausgeschoben habe, ich wünsche dir einen schönen Tag und noch ein angenehmes Rennen. Und dann ist das Ding gegessen. Aber da stehen bleiben und Leute durchlassen, würde ich niemals empfehlen. Und vor allen Dingen hat auch keiner einen Mehrwert dadurch. Weil der hat so oder so schon 2 Plätze verloren, dann hätte er wahrscheinlich sogar noch mehr Plätze verloren. Also am besten noch einen 10er bei PayPal anbieten und fertig. Aber das bitte nur bei den schwerwiegenden Fällen, wo es um 38 Tage Bann geht. Habe ich bei Boos auch versucht, hat nicht geklappt. Was? Habe ich natürlich nicht gemacht. So, wir sind im Regen. Es ist wieder Donington. Mal gucken. Was wird denn hier vorgeworfen? Ja, deine abgekürzt. Brudi, was? Im vollen Regen? Maga, du nimmst im vollen Regen den normalen Bremspunkt? Du bist aber wirklich sehr optimistisch. Oder? Nee, das ist nicht. Nee, warte. Nochmal Kommando zurück. Oder? Das ist doch nur einen Meter später, oder? Na, ein bisschen später ist es, aber... Oh, da bist du aber wirklich optimistisch. Nee. Kommando zurück ist nicht der normale Bremspunkt. Ich habe mich gerade verguckt. Aber ist trotzdem schon doch relativ sportlich auf der Bremse, Junge. So, aber die Frage ist nachher am Ende immer noch, ist es intentional? Also, wir müssen nochmal gucken, für was das jetzt war. Oh, der hatte, bei dem gab es zeitig Essen heute bei McLaren, Junge. Der musste aber ganz schnell los. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Ist auch intentional. Also, hier wäre auch, sag mal, was ist denn mit den Leuten los hier, mit ihren Intentional-Kram? Das ist doch nicht intentional. Hör mal, welche Runde ist das hier eigentlich? Runde 1. Oh. Das ist Runde 1. Warte mal, wir müssen noch mal was anpassen. Nee, ist Runde 2. Nevermind. Müssen wir nicht anpassen. Hab nichts gesagt. Ist 06. 10 Sekunden Strafe. Zeitstrafe. So, jetzt. Okay. Ich habe gerade gedacht, wir haben uns bei der Vorbereitung für Jutke Dizzy vertan. Haben wir aber nicht. Kommando zurück. So, was haben wir denn hier? Oh, den Wagen kennen wir doch. Den haben wir, glaube ich, heute schon mal gesehen. Wenn ich mich nicht irre. Mal sehen. Ich glaube, Leute sind ein bisschen schnell mit Intentional momentan beim Reporten. Kann das sein? Oder sie finden die falsche Report-Reason? Wow, der kam unerwartet. Der kam unerwartet.
Der kam wirklich unerwartet. Damit habe ich nicht gerechnet. Der kam ja richtig unerwartet. Ja gut, ich glaube, da müssen wir ja gar nicht drüber diskutieren. Ich glaube, der kam nicht mal mit Hass, der kam aus Versehen. Oh, damit habe ich ja wirklich überhaupt gar nicht gerechnet mit dem Ding. Absoluter Zorn, Junge. Was war optimistisch, da in die Mitte zu holen? Na gut, das war Runde 16. Okay, gucken wir nochmal nach, dass das auch alles safe ist. Und dafür gibt es 06, 10 Sekunden und ab den Flummi. So, Chat, seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Na, das lasse ich jetzt einfach mal laufen. Ohne was zu sagen. Ich lasse es laufen, ohne was zu sagen. Ich bin sehr gespannt. Habt ihr eigentlich euch schon mal die Einstellung der TC angeguckt und ABS bei dem Mercedes? Übrigens, TC off ist nicht so geil auf dem Rasen, by the way. So, aber mal so eine Frage. Was ist denn das für euch? Also der Ferrari hat jetzt den Mercedes reported. Das ist super interessant, dass das so weit auseinander geht. Ich lass nochmal laufen. Was wäre das für euch? Also was wäre das für euch da draußen im Gerichtssaal? Ein Autounfall. Blöde gelaufen, NFA, Rennunfall, causing a collision in Lab 1. Das ist ein Massencrash. Das ist der Massencrash im Massencrash. Im Leben nicht der Benz schuld. Gucken wir uns das genauer an, ob der Benz daran schuld ist. All das hier, uninteressant. Das hier, uninteressant. Absolut uninteressant. Uninteressant, immer noch uninteressant. Ab hier wird's interessant. Der Mercedes knallt ihn jetzt weg. Zwei Autos. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Nee, der sechste ist durchgekommen. Nevermind. Fünf. Fünf Autos in dem Crash. Und daran ist der Mercedes schuld. Mal davon abgesehen, dass Menschen nicht bremsen und leider nicht aufpassen, sind fünf Autos mitgezählt. Ne? Also... Die beiden jetzt. Eins, zwei, der BMW, drei,
Und hier nochmal 4. Und der da hinten auch nochmal. Also die beiden dann auch nochmal dazu. Und dann kommst du sogar noch bei noch mehr raus. Wenn du das wirklich möchtest. Der Benz musste ausweichen, weil keiner, weil da einer quer in die Wand gefahren ist. Wirklich, Alex? Bist du dir sicher, dass der Benz wirklich das machen musste? Musste er hier wieder Gas geben? Wäre er hier nicht normal durchgekommen? Und auf der Bremse? Und warum fährt er denn hier auf dem Rasen? Und wieso zum Fick fährt er überhaupt in Runde 1 mit TC off? Hätte man da nicht bremsen können? Also warum gibt man denn bei einem Unfall nochmal Gas, wenn man sowieso unter gelber Flagge ist? Ist das nicht fahrlässig, wie er gerade fährt? Also er ist gierig nach Position, absolut, völlig fein an der Stelle, kann er gerne machen. Bis hierhin sieht auch alles super aus. Hier ist auch alles schön. Aber warum macht er denn das jetzt hier? Und davon sollen wir ihn jetzt freisprechen? Für eine fahrlässige Handlung, die er dort tätigt? Obwohl vor ihm ein Crash drin ist, mit gelber Flagge, und er noch aufs Gas geht, weil er da durch möchte? Sind wir mal ehrlich, das machen wir alle. Okay, das machst du da draußen, als auch ich, Herr Juttke, machen genau dasselbe, weil wir einfach alte Gierlappen sind und nach vorne wollen. Okay? Wir fahren halt Autorennen. Und wir möchten gerne, dass unser Penis irgendwie größer wird. Und der wird nur größer, wenn wir vorne sind. Das machen wir alle. Nur manchmal hast du ein bisschen Pech und wirst bei dem Scheiß auch noch erwischt. Und dann hat einer Bock da drauf, dir noch einen auf den Deckel zu hauen. So. Nichtsdestotrotz ist nach diesem Crash, also nach dem vorigen Crash, der auch fast nach einem Massencrash ausgesehen hat, immer noch einer. Also hier sind 3, 4. Der kommt auch noch. Und dann hast du die beiden auch noch und dann bist du schon, dann bist du halt beim Massencrash im Massencrash. Und das ist das Witzige an der ganzen Geschichte, weil es wirklich ein Massencrash im Massencrash ist. Und Leute, die im ersten Massencrash waren, waren sogar im zweiten Massencrash drin. Das heißt, wir haben hier gerade, und das ist super selten, eine Massencrash-ception. Weil wenn ihr mal darauf achtet, wer hier so alles mit dabei ist, also wir sehen später nochmal Ihmchen, sehen wir nochmal wieder. Und wenn ich mich recht entsinne, sehen wir, glaube ich, den einen auch nochmal wieder. Das ist eine absolute Massencrash-Zepfung. So, weil da hinten, jetzt kommt der Ferrari an, mit dem anderen zusammen, das ist eine Massencrash-Zepfung. Was passiert eigentlich, wenn die den alle reportet? Mehrfach-Reports sind nicht drin. Also der kriegt einmal eine Strafe. Und das wird auch kontrolliert. Nö, das ist nicht unglücklich. Das ist, wisst ihr, ich verstehe eure Argumentation, aber hier ist gerade gelbe Flagge. Und da ist nichts mit Gas geben. Also in der Theorie, wenn du hast hier aufzupassen, ne? Wenn wir jetzt mal Real-Life-Krimskrams wieder reinnehmen, wir sind hier immer noch in der Sim, ist hier gelbe Flagge und du solltest halt langsamer fahren. Und langsamer fahren bedeutet halt nicht einfach Gas geben. Und er gibt halt noch Gas. Und das Einzige, wirklich, er wäre da durchgekommen, wenn er nicht auf den Rasen gekommen wäre. So, aber dadurch, dass er auf den Rasen gekommen ist und weggerutscht ist, hat er den getroffen und hat dadurch noch einen zweiten Massencrash ausgelöst. Natürlich, also du, diesen ganzen, also ne, Sebastian Ahrens, weil ich das gerade lese, man kann hier alles vermeiden. Und deswegen habe ich ja vorhin gesagt, und deswegen sagte ich das ja auch über mich selber, wir sind alles einfach nur ganz normale Gierlappen, die Position wollen und uns genau durch den Scheiß da irgendwie durchahlen wollen und durchkommen wollen. Und manchmal wirst du dabei einfach erwischt. Wenn denn danach nochmal was passiert. Müssen denn nicht in der Theorie alle vom Gas gehen? Ja, absolut sollten da alle vom Gas gehen. Aber das kriegen Menschen ja nicht hin. Und dann fängt der eine den anderen raufzuschieben und der nächste und dieses und jenes. Und dann hast du ja diese ganze Konstellation hier.
Wenn das Argument gelbe Flagge ist, doch in der Theorie alle vom Gas gehen. Genau, das hatte ich gerade gelesen. Konnte man die gelbe Flagge sehen beim ersten Crash? Da hinten ist sie. Spielt das eine Rolle, wann der Mercedes am Gas ist? Das ist doch scheißegal, oder? Also, es ist wirklich egal, wann der am Gas ist. Also, ich kann dir das gerne in Zeitlupe zeigen, natürlich. Vielleicht wird es dann epischer. Also, Leute, das nochmal mit der gelben Flagge an der Stelle, ne? Ich weiß, dass ihr jetzt das versucht zu verargumentieren. Was ich damit mit der gelben Flagge eigentlich nur sagen möchte, ist, dass du bei einem Crash, ne, der ja nun mal eine gelbe Flagge ist, dass du halt vom Gas gehst und ein bisschen Rücksicht nimmst auf das, was da gerade passiert. Und dass es in dem Fall hier nicht passiert. Klarer Fall, konnte TC0 nicht handeln. Ey, Arthur, ich habe letztens TC0, habe ich auch gemacht, aber nicht in der ersten Runde. Das ist jetzt hier übrigens eine Pause. Ich bin auch letztens mit dem sechsten Gang durch Eau Rouge gefahren. Das war auch krass, Arthur. Das war richtig krass, Mann. Ich habe mich gefühlt wie so ein richtiger raketenartiger Boomer, Junge. Düsenantrieb. Ich denke, ist auch egal, ob gelb oder nicht. Man sieht, dass die Crashes da noch mehr folgt und man einfach aufpassen muss. Korrekt. Manchmal verbrennt man sich einfach die Finger, wenn man sowas versucht. Wisst ihr? Ist mir übrigens auch schon passiert. Ist mir auch schon passiert. Ich habe mich nur bei allen entschuldigt dafür und habe den Zorn auf mich genommen. Also an der Stelle tut mir das jetzt auch ein bisschen leid, aber mit meinem blutrünstigen Hammer möchte ich zumindest einmal in dieser Folge jemanden bannen. 3 Tage Pause, Alter. Bam. Also nicht, dass ich mich darüber jetzt freue, aber irgendwie ist das so eine Genugtuung, einfach hier drauf zu hauen. Versteht ihr? Könnt ihr das nachvollziehen? Oh, 3 Tage Pause, 1 SR minus und 20 Sekunden Zeitstrafe. Ich empfehle euch übrigens, und da hört auch mal bitte nicht auf Arthur Kamera, bitte kein TC0 in der ersten Runde. Und jetzt kommen wir auch nicht mit den ganzen Profis und so, okay? Das sieht in SRO-Starts auch nicht besser aus, by the way. Das sieht ja genauso schlimm aus. Also, please, okay? Das sollten nur professionelle Arthurs machen. Sieht es wirklich nicht. Als ob das da nicht so aussieht. Erzähl mir doch nicht sowas. Also komischerweise irgendwie, wenn ich mit SRO mal was sehe, dann dann knallt, ey. Es sieht wirklich in SRO so schlimm aus. Ja, lass dir das mal durch den Kopf gehen, Arthur. Lass dir das mal wirklich durch den Kopf, lass das mal wirken. In SRO sieht das so aus. Wow. Das waren schöne Fälle heute. Es war eine sehr schöne Episode. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und auch wenn wir diesen einen Fall wirklich sehr lange diskutiert haben, war es trotzdem schön. Es hat mir Spaß gemacht. Ich ziehe mich in meine Kammer zurück und wir sehen uns in 4 Wochen.